Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to D. Ich wollte gerade los und schon höre ich die Schreierin. Natürlich ungünstig, ne? Ich weiß nicht genau, wo die ist. Unscharf draußen, ne? Ich habe mir die Leistung ein bisschen höher gefahren auf, naja. Na, werden wohl alle gewesen sein, ne? Wir wollen los zum Händler. Ja, die ist hier irgendwo noch was. Aber wo? Die kann man nicht begrüßen, ne? Ja, die gestrige Nacht haben wir gut überstanden. Wir düsen ab. Lassen die mal hier laufen, hier die Zombies hier. Hier schauen wir nach dem Händler. Der Händler ist Richtung Osten. Die müssen mir was verkaufen. Also ich muss. Ich will. Und zwar geht es darum, dass ich vielleicht was Gutes kaufen kann. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht wissen. Und da wollen wir nicht reingehen. Wollte mal schauen in die Karte, wo genau wir hin wollen. Da oben. Dann werden wir hier lang fahren und dann möglichst kurz in der kalten Zone bleiben. Wahrscheinlich bin ich deswegen bei dem Händler angekommen, weil ich mal in der kalten Zone gestartet bin. Und vielleicht deswegen. So, wir gucken mal. Aufnahmen sieht gut aus. Denke ich mal. Fahrt klingt nicht gut. Die Leistung hat sich jetzt beruhigt, denke mal bei einem Haus ist er meistens Prozente. Ansonsten müssen wir heute mal gucken, dass wir ein paar Autos finden. Ne? Habe ich hier oben mit den Dings im Schüttel? Da halt mit, ja gut, okay. Da wird Autos aneinander schrauben können und dann wissen, ja, vor allem Bronzebraun brennt stark, ne? Wir haben halt gestern Abend fleißig geschossen. Die Zombies kamen nicht ins Haus. Denken wir, bin gut zu hören. Die Zombies kamen nicht ins Haus. Hab sie alle abgewehrt. Ich muss nur draußen ein bisschen reparieren. Die Teile ersetzen. Wir müssen daher. Honig, vielleicht ist hier Honig. Geht nämlich so neige zu haben. Lass Honig, das ist gut. Ja. Müssen wir schauen, ne? Dass wir Munition erstellen können, dass wir wieder in die nächste Richtung genug haben. Also. Aktuell habe ich noch einiges an Munition. Wir können ein bisschen abwehren, können wir. Aber irgendwann ist alle, ne? Und dann Schluss. Das ist schlecht. Und doch vielleicht noch die Armbrust verwenden, um ein bisschen zu sparen. Jetzt
hier Eier. War doch ein Nest. Zeit müssen wir alles nehmen, was wir kriegen können. Ach, leer. Ja. Böse Straße. Aber den lassen wir jetzt liegen. Wir brauchen hier dringend. Wir können ja eine Munition nicht vergeuden, ne? Und nur für die Falle. Falle, also hier vorne an der Kreuzung und links. So. Also mal schauen, geradeaus zu. Und dann hier rechts, beim meisten hier rechts. Wir fahren uns in den Händler und mal sehen, was alles Schönes kriegen. Vielleicht können wir da ein bisschen was kaufen, was wir brauchen können. Eine Gartenhacke zum Beispiel. Zum ein Beispiel. Oder besseres Werkzeug an sich. Dass der Trailer nun gerade in der Wüste ist, passt mir nun gar nicht. Aber was machen, ne? Oh, hier ist Knochen. Das ist. Wir brauchen mehr Klebeband. So ein Haufen wehrt sich zumindest nicht. Das können wir nicht liegen lassen. So, jetzt verlassen wir eine schöne Gegend, ne? Jetzt geht's zur Eiswüste. Wenn wir hier ein Auto sehen, nehmen wir gleich mit. Und da ist ein Baumstumpf. Den nehmen wir auch. Den machen wir nur sicherheitshalber kalt. Weil wenn der uns Das ist gut. Nahrung. Blick riskieren in die richtige Richtung. Sollen wir ganz kurz Messer ausholen und dann den Bruder gleich verlegen. Denn unser Nahrungsvorrat ist leider etwas erschöpft. Ein anderes Tier lieber, Wildschwein oder so, ne? Oder Wolf. Naja. So, Baumstumpf wollte ich eigentlich. Natürlich haben wir nicht jeden Honig-Fan. Aber man muss ja probieren, ne? So, fahren wir zum Auto. Häuser gehen wir nicht rein. Dazu haben wir nicht die Zeit. Blei und Eisen. Ja, wozu das gut ist, wollen wir sehen. Weiß ich nicht. Wir brauchen dringend. Ah, unser Messing haben wir gekriegt. Das ist gut.
brauchen auch viel Benzin für unsere Gartenarbeit oder Bergbauarbeiten. So, jetzt düsen wir durch. Nur wenn wir Beute sehen, dann wollen wir sehen, Beute, naja. Ich habe eine 4 Munition, ne? Also. Den lassen wir rechts liegen, auf der rechten Seite, den Bauchtrumpf auch. Ja, schrei du mal. Ich glaube, da vorne ist der Trailer, oder? Der sieht nur so aus. Da oben! Über mir ist einer. Das ist typisch. Da wäre mir zu nahe gekommen. Das muss man dazu sagen. Den wollte ich ja gar nicht, aber leider, wenn er zu nahe kommt, dann muss man ihn entsprechend gleich begrüßen. Ne? Bevor wir Schaden nehmen. Oh, leicht Geld gekriegt. Und ich bin mir schwer. Der Plan. Also zwei Kühler haben schon gekriegt, alles gut. Ja, sehr gut. Und nur schauen, dass wir näher wissen. Jetzt. Ich bin voll beladen, Junge. Schauen wir mal, ob wir Fahrer reinkriegen. Die würden wir Händler nicht mal an. Kaufen was und dann können wir nicht mal annehmen. So, was können wir? Das können wir zum Beispiel nicht decken. Beziehungsweise, nee, können wir nicht. Also, immer mal raus. Aus Prinzip. Papier auch, das wiegt ja sonst nichts, ne? Angelblei werden wir so viel nicht kriegen. Das brauchen wir auch nicht. Jedenfalls nicht in unserem Inventar. Das ist nochmal drin, das können wir stecken. Wir können auch alles holen. Papier. Honig werden wir nicht mehr kriegen. Jetzt die Dinger auch nicht. Glaube ich noch nicht. Das werden wir alles sammeln. Das brauchen wir vielleicht im Inventar, um das zu machen. Ah, Holz können wir rausnehmen. Oder? Naja, gut, lang drin. So, schon ein bisschen leichter. Und nur ein bisschen. Dreht erreicht. Ja gut, eine Mission erfüllt. So. Normalerweise Fahrrad mit reinnehmen, ne? Der hat einen schönen breiten Rahmen. Brücke. Brücke müssen sie kommen. Ja, Alarmration, ne? Hm. Eine einfache Tür. Na, wenn der wenigstens Deutsch könnte, ne? Also, das ist jetzt mein Problem. You smell of the dead. Ja, glaubst du? Nee. Was haben wir hier Schönes? Oh, Handschuhe, Lederhandschuhe. Chemietisch.
So, jetzt haben wir 2248 Skill. Also hier diese Chantons. Mods. Helmlichtmod. Eisenbestärke. Rohstoffe. Nein, das können wir nicht kaufen, das wäre Quatsch. Weil das können wir gut herstellen. Brauchen wir nicht kaufen. Bergbauhelm. Ah, der kostet 5000. Hm. Ja. Chemikalien. Na gut, das ist nicht so wichtig. Chemietisch. Ja. Kerze. Naja. Schiene, Chemietisch. Fürs Fahrrad. Dose Fisch. Ei, Pilze. Mods. Waffenmunition. Bin enttäuscht. Kleidung. Ah. Hat er kein Wissen? Für ein Locking, das brauchen wir nicht. Mische haben wir. Vorhang, ja. Das ist ja auch wichtig, ne? Eisenpicke, eine Picke, wenn ich schlecht. Also eine große. Kaffee. Verkrautes Wildbrett. Das gibt noch Geld für ausgeben. Oh, 1000. Militärhelm. Also die Grunde wäre Bergmannhelm nicht schlecht, aber da können wir nicht leisten. Ja, Militärhelm, ja, nett, aber so viel ausgehen. Steak, ja. So viel ist hier auch nicht zu holen, ne? Das wäre noch nicht schlecht, wenn wir mit hellem Licht haben. Das wäre ganz gut. So. Das brauchen wir nicht kaufen. Ei auch nicht. Waffen, Munition, Rohstoffe, Kleidung, alle. Achso, alle. Eisenpicke. Im Grunde bräuchte ich so eine Schaufel für Gartenarbeit, so ähnlich, so ein Hacke, so ähnlich. Und die hat er nicht. Mods hat er nicht so viele. Das habe ich immer gehabt. Helm kann ich nicht leisten. Schießpulver macht keinen Sinn. Stellen wir mir gleich her. Ja. Gut. Well, it's about time you bought something. Ja, tschüss. Leider verstehe ich kein Wort. Das ist ein bisschen schade. Vielleicht kommt so eines Tages, dass es
Können wir nicht abbauen. So, dann fahren wir zurück. Beziehungsweise, wir werden einen anderen Weg nehmen, das müssen wir finden. Gebäude gehen wir nicht rein, aber wir mal schauen, ein paar Autos. Schau ich mal ganz kurz hier mal eine Karte, wie wir am besten fahren können. Am besten da, wo wir noch nicht waren. Dann fahren wir in die Stadt rein. Ups, tschüss. Wir fahren mal in die Stadt rein und dann, wenn wir da ein paar parkende Autos nehmen, in die Gebäude gehen wir nicht rein, weil das einfach zu, macht keinen Sinn. Unser Gepäck ist im Prinzip voll. Wir werden jetzt Hülsen herstellen. Schießpulver müssten wir noch haben. Und dann werden wir Munition herstellen. Ja. Und dann schauen wir demnächst den Nitrat. Ich muss hier gucken. Nitrat und Kohle haben wir noch. Nitrat sollte auch kein Problem sein. Kurz Benzin und Rennloch bisschen gearbeitet. Fertig. Wahrscheinlich heute noch. Mal sehen. Und bis wir zuerst haben mit uns gegönnt. Weil so viel haben wir ja nicht, aber ein bisschen Reserve halt. Ne? Ein paar Dosen sind mal gut. Wir werden ein bisschen was braten, ein bisschen Wildsteak. Ja. Vom schwarzen Wolf. Ne? Ja. Bin ehrlich gesagt nicht von begeistert. Und der ist gute Beute. Und jetzt viel XP. Vielleicht können wir was aufwerten. Ja, aber einen Punkt haben wir ja schon, ne? Also schon mal gekriegt. Aber ich baue aber mehr. So, hier sind wir. Da parkt ein schönes Auto. Nehmen wir mal hier 7 und dann können wir zerlegen, ne? Hoffe, ihr braucht das nicht mehr, ne? Ich kann es auch verwenden. Gut wäre ja, wenn es ein Kühler bei wäre. Noch ein Kühler. Dann gehen wir nicht wieder weg. Dann sieht man, hört sich eine Schlange an hier. Mal sehen, wo er landet. Meine Richtung. Das sieht nach Regen aus. So, Auto, 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 nichts. Auto, 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 Auto. So. Das sieht nach Schatzkarte aus. Wer schmeißt dann sowas weg? Mann, Stoff fetzt im Auto. Hauptsache, wir kriegen ein bisschen Rucksack. Ach so. Kühler? Neue Rohre, Kunststoff, Federn. Ich möchte gerne ein Moped kaufen, bauen. Das ist theoretisch. Immer wegfahren, drehen, angucken. Gerade.
Mach's mir nicht so schwer. Ich glaube, heute leveln wir noch. Was ist hier passiert? Sieht nicht schlecht aus. Das ist hier Schrott. Das brauchen wir nicht. Dafür haben wir keine Zeit. Das kriegen wir gut im Keller gemacht, ne? Mit unserem Erdbohrer. So, schauen wir mal links. Wieder Häuser, Autos parken, ne? Machen wir die Fahrrad nicht kaputt. Oder sind zwei. Dann fahren wir dich da ran. Bin nicht mehr so mobil. Und ein Vogelnest. Ein Chiton. Aber so viel hat der Händler auch nicht gehabt, muss man dazu sagen. Das, was ich haben wollte an Büchern und so, also Wissen, das war ja gar nicht vorhanden. Ein Buch, glaube ich. Aber wir haben einen Kühler gekriegt, das ist gut. So, Zeit, wir haben was. Das heißt, das werden wir gleich mal lernen. Ja, bist verfressen, ich weiß. So, das war hier, ja, Magazin, keine Ahnung. Irgendwo mit Schießen, glaube ich. Dann gönn nochmal ein, ne? Und gleich was trinken. Noch einen Saft hinterher. Und zum Auto. Dann noch ein Auto. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke dir fürs Reinschauen. Dann sag ich mal Schüsse, Kakao und sitze dann zur nächsten Folge wieder, denke ich mal, ne? Dann geht's weiter. Tschüss!